So, hallo zusammen zu einem weiteren Video. Heute oder eher gesagt morgen machen wir ein Maishähnchen. Sogar Bio habe ich hier ein wirklich schönes Exemplar. So um die 2 Kilo. Und ich möchte das gerne spritzen mit einer Lacke und über Nacht ziehen lassen. Dazu brauchen wir 500 ml Orangensaft, Salz, Pfeffer. Dann habe ich hier geräuchertes Paprikapulver. Ich möchte das scharf haben. Jalapenos sind auch geräuchert. Oder Chilis, was ihr da habt. Dann brauchen wir Rosmarin, kann schon alles da rein. Ein Lorbeerblatt. Drei Knoblauchzehen und so eine halbe Zwiebel in Streifen geschnitten. So, den Schärfegrad könnt ihr selber bestimmen. Am Anfang nicht so viel, ihr könnt noch nachwürzen, wenn es anfängt zu kochen. Also wir müssen das kurz aufkochen, wird noch die Schärfe ja deutlich rauskommen aus dem Jalapenos. Hier Paprika, geräuchert, alles was ich da hatte. Und dann Salz und Pfeffer. Wie viel Salz? Das soll leicht, aber wirklich ganz leicht übersalzen sein. Also gleich schön umrühren, probieren. Soll auf jeden Fall eine kräftige Lacke werden. So, ich werde das jetzt auf dem Herd setzen, aufkochen. Wenn es anfängt zu kochen, wirklich die Hitze reduzieren und lasst es einfach 10 Minuten so wirklich ganz, ganz minimal köcheln. Ja, und dann sehen wir uns wieder. Ja, hier ist unsere Gewürzlacke. Zwiebeln schön glasig, ich habe das probiert, das ist leicht scharf. Aber es ist wunderbar würzig, fruchtig, süßlich durch den Orangensaft. Und das wird richtig gut dazu passen. Rosmarin hat auch seinen Geschmack abgegeben, spürt man deutlich. Ich lasse das jetzt abkühlen, rausstellen, damit das wirklich nicht mehr als 30 Grad hat. Je weniger, desto besser. Besser 10. Das Geflügel, wir spritzen das und dann stellen wir das ins Kühlschrank. So Leute, das Ganze ist abgekühlt. Jetzt werde ich das mal, wenn ihr die Möglichkeit habt, durch ein Sieb jagen. Ganz einfach. Diese Spitze hat zwar eine dicke Spitze hier mit gutem Durchmesser, aber es können trotzdem so Pfefferkörner vom gemahlenen Pfeffer reinkommen, die das Ganze verstopfen. Habe ich schon oft gehabt. Deswegen ist das vom Vorteil einfach, das abzusieben. So, jetzt bleibt der Teil, wo wir das Ganze spritzen. Ich würde jetzt euch nicht empfehlen, hier so viele Löcher zu machen und das reinzuspritzen. Ganz einfach, das geht wieder raus, wenn wir das garen. Versucht das wirklich hier irgendwo zwei Punkte zu finden und das hier durchzustecken. Zeige ich euch jetzt. Am besten so am Knochen. Hier die Spitze ist jetzt hier und wir spritzen einfach jetzt und ziehen das raus. Und haben eigentlich schon auf der ganzen Länge unsere Lacke verteilt. Das mache ich jetzt noch einmal in der Brust. Also haben wir nur zwei Einstiche, anstatt hier, keine Ahnung, viermal oder fünfmal zu spritzen. Das gleiche mit der Keule, einfach hier könnt ihr bis hier durch und dann hochziehen. Man sieht, wie die Haut sich aufbläht. Das Ganze machen wir natürlich hier noch auf dem Rücken. Ist schon ein bisschen schwieriger. Hier haben wir auch sowieso nur Haut, aber nichtsdestotrotz, das wird sich ein bisschen noch verteilen. Ich stelle es in den Kühlschrank und wir sehen uns morgen. Würzen das Ganze noch ein bisschen von außen. Also bis morgen, Freunde. So, hier ist unser Vogel. Man sieht, es ist ganz wenig Flüssigkeit. Halben Liter haben wir reingepumpt oder ich. Das machen wir jetzt gleich. Hier habe ich vollgekochten Reis, nicht viel, 150 Gramm vielleicht. Da habe ich reichlich Butter reingemacht. Ich mache das am besten, wenn es warm ist, damit der Reis schön saftig ist. Hier habe ich einen Apfel, eine Orange, etwas Ananas und etwas Granatapfel, kleingeschnitten, außer Granatapfel. Das kommt jetzt hier rein in den Reis, zu dem Reis. Und ich würze das noch ein bisschen mit Salz und Curry. Und das wird unsere Füllung sein für das Hähnchen. Ist ein bisschen ungewöhnlich, aber ich sage euch, das schmeckt richtig gut. Wir haben da fruchtige Lacke. Und
Somit haben wir auch eine Beilage ganz einfach mitgemacht und müssen darauf nicht aufpassen. Tja, das Ganze ist umgerührt. Schmeckt wirklich gut. Ein bisschen Salz, ein bisschen Curry, fruchtig. Und das Ganze kommt in unser Maishähnchen rein. Wir haben hier diese Lacke, die fruchtig ist und schön Geschmack abgibt. Eigentlich würde auch schon Salz und Pfeffer reichen. Das würde sehr gut schmecken. Wie gesagt, ich würze das, massiere das ein, spieße das auf. Aufspießen haben wir auch schon sehr oft gemacht. Und dann sehen wir uns draußen. Ja, Freunde, das Hähnchen ist drauf. Rechts- und Linksbrenner sind auf Minimum an. Drunter ist erstmal keine Hitze, Deckel zu. Und ich würde sagen, eine Stunde mindestens warten wir und dann schauen wir erstmal rein. Aber das riecht schon sehr, sehr gut nach Curry und dieser Lacke, würde ich mal sagen. Das riecht auf jeden Fall fruchtig. Ja, wie sieht das aus nach einer Stunde? Eigentlich ganz gut, außer dass die Naht halt aufgegangen ist ein bisschen. Aber es ist nicht schlimm. Es war klar, ich habe zu viel reingestopft. So eine Kugel aus Alufolie einfach da reinstecken und dann ist das Loch schon verschlossen. Ja, nicht schlimm. Ich habe jetzt den mittleren Brenner angemacht. Somit haben wir ein bisschen mehr Hitze und kriegen jetzt die Haut noch ein bisschen kross. Ich denke mal, das ist schon an der Kohle, werden wir gleich nachmessen, durch. Aber das probieren wir gleich erst. Ja, Leute, hier ist unser Vogel. Es ist schon ziemlich spät, aber ich würde sagen, wir probieren das Ganze schnell. Hier die Füllung, da habe ich ein bisschen was. Das ist Hammer. Rauchig, sehr, sehr fruchtig, Ananas Curry. Das ist so wie, keine Ahnung. Jetzt probieren wir mal das Hähnchen hier. Und ja, schaut euch das mal an. Hier sieht man sogar das innen drin rot, das ist unsere Lacke. Ich probiere einfach so ein Stückchen. Schaut euch, wie saftig das ist. Wirklich, das Fleisch ist sowas von zart. Das ist durchzogen mit diesem rauchigen und scharfen Gewürz. Wirklich mega. Hier ist die Keule. Alles fällt auseinander. Ja, okay. Die Haut schmeckt gleich nach Curry. Hier die Flügelchen. Also wirklich eine Geschichte hier mit Beilage. Wie gesagt, ein bisschen schlecht verschlossen, aber hat trotzdem noch geklappt. Ich hoffe, euch hat das trotzdem gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.